Liebe Zuschauer, heute wäre Peter Frankenfeld 80 Jahre alt geworden. Das ZDF hat zu Ehren dieses großen deutschen Entertainers im Berliner Wintergarten eine Gala aufgezeichnet, in der Freunde und Kollegen den Altmeister der deutschen Fernsehunterhaltung würdigen. Im Mittelpunkt dieser Gala stehen natürlich auch viele Ausschnitte aus der rund 30-jährigen Fernseharbeit von Peter Frankenfeld. Und ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung bei der Peter Frankenfeld Gala. Als unser Fernsehen in den Kinderschuhen noch steckte, ja, da entdeckte man einen Mann. Der holte aus dem Saal sich Kandidaten und ließ sie raten, und das kam an. Ob einer schlau war oder ob er sich blamierte, man amüsierte sich die ganze Zeit. Der Mann, der immer blitzschnell formulierte, der demonstrierte Schlagfertigkeit. Das war der Mann mit dem karierten Jackett. Man merkte gleich, er kam vom Kabarett. Sein Witz war trocken und nie ganz ohne Biss. Wir alle lernten von ihm, denn das ist gewiss, er war der erste deutsche Master of Quiz. Er machte damals schon, was heute noch gefällt, unser Vorbild, Peter Frankenfeld. Dann kam die Farbe und das Fernsehen wurde bunter, er ging nicht unter. Und nie K.O. Er blieb und kam er wirklich einmal runter, dann nur die Treppe in seiner Show. Er konnte sein Handwerk, dieses wirklich ziemlich schwere, seine Karriere krönte ein Triumph. Der Mann, der Einschaltquoten garantierte, der präsentierte Musik ist Trumpf. Musik ist Trumpf, Musik ist unser Leben, ja, was kann es Schönes geben? Das war der Mann mit dem karierten Jackett. Man merkte gleich, er kam vom Kabarett. Sein Witz war trocken und nie ganz ohne Biss. Wir alle lernten von ihm, denn das ist gewiss. Er war der erste deutsche Master of Quiz. Er machte damals schon, was heute noch gefällt. Unser Vorbild, unser großes Vorbild. Peter! Guten Abend, meine Damen und Herren. Entschuldigung für die kleine Störung. Ich wollte nur noch etwas sagen. Das ist schon wieder einer. Ich wollte Ihnen eine kleine Geschichte erzählen dazu. Wir hatten einmal gesagt, wir suchen junge Talente und Nachwuchskünstler, die wir zum ersten Mal auf dem Fernsehschirm vorstellen wollen. Wenn Sie sich bewerben wollen, nicht mehr als Schlagersänger, wir haben zu viel davon. Aber vielleicht können Sie als Instrumentalsolist oder als, vielleicht können Sie Mundharmonika am Kopfstand spielen. Oder vielleicht können Sie etwas Schauspielerisches bringen. Vielleicht sind Sie eine Ansagerin oder ein Ansager, der sich bewerben möchte. Das wäre großartig, wenn Sie uns schreiben würden. Das sagte Peter Frankenfeld 1959. Und obwohl ich nicht kopfstehenderweise
Mundharmonika spielen konnte. Das kann ich euch bis heute noch nicht. Und obwohl der Peter keine Sänger mehr wollte, also von Sängern hatte er genug, also mit anderen Worten, er hatte genug Sänger, hat er mich damals vorsingen lassen. Ich sang einen Titel, der hieß Ein bisschen mehr. Und nach genau 3 Minuten und 12 Sekunden kam Peter auf mich zu, gab mir die Hand. Lonnie, das war ja keine Hand, das war eine Pranke, nicht? Und dann schaute er mich an mit einem unglaublichen Blick und sagte, mein lieber junger Freund, muss ich Ihnen sagen, der Titel Ein bisschen mehr passt gut zu Ihrer Stimme. Ein bisschen mehr täte schon ganz gut. Aber es muss ihm gefallen haben. Es muss ihm gefallen haben, denn genau 4 Wochen später stand ich in der Friedrich-Ebert-Halle in Harburg auf der Bühne und sang diesen Titel Ein bisschen mehr und hörte zum ersten Mal seine Ansage. Und nun, meine Damen und Herren, Karl-Dieter Heckscher, das war mein bürgerlicher Name, damals war ich noch sehr bürgerlich, mit dem Titel Ein bisschen mehr. Und ich wünsche dem Jungen toi, toi, toi. Ich kann also mit Fug und Recht behaupten, der Peter Frankenfeld hat mich entdeckt. Und dafür bin ich ihm dankbar bis zum heutigen Tage. Und ich bin dem ZDF sehr dankbar, dass wir heute Abend eine Sendung machen dürfen und seinen 80. Geburtstag feiern dürfen. Denn diesen Mann, meine Damen und Herren, den kann man, den sollte und den darf man ganz einfach nicht vergessen. Er war, liebe Freunde, einer der größten. Er schrieb natürlich alles selber. Er schrieb auch Sketche selber. Und natürlich spielte er auch darin selber. Aber im Gegensatz zu einigen anderen überließ er manche große Lacher am Schluss, manche Pointen auch dem Kollegen. Das war der Peter. Und so war das auch der Fall bei Walter Giller. Guck da. Hast du mir wehgetan, Peter? Was hast du gesagt? Ob du mir wehgetan hast? Ich habe mir nicht wehgetan. Du bist ja hingefallen. Sieh mal, ich stehe hier rum und trank meinen Grog. Ja, du hängst immer noch bei deiner Mutter am Grogzipfel. Hahaha. Du bist ja ein bisschen besoffen heute, wa? So. Herr Wirt, wir brauchen nur 2 Bier. Also, das ist ein ungepflegter Laden, ist es hier. Das Bier ist ganz warm nur. Übrigens, ich war gestern in der Oper. Was will? Ich war gestern in der Oper. Bei deinem Opa? Herr Wirt, bitte noch 2 doppelte Tannhäuser, ja? Walter, Mensch, hast du einen Spitz, ne? Weil du in der Oper warst, das heißt Steinheger. Bring sie 2 Steinheger, das meine ich. Erst wollten sie in der Oper Tannhäuser machen. Und dann gab es Violetto. Hat es geschmeckt? Ich wusste gar nicht, dass meine Opa auch essen kann. Sag mal, hast du mal eine Zerrette? Ich habe eine Zerrette für dich. Himmel, bitte noch mal, jetzt möchte ich auch mal wissen, Mensch, was macht das Bier? So, das kann ich dir auch sagen. Es macht 1,40. So, bitte schön, 2 Bier, 2 Steine, ja? Bitte schön. Herr Wirt? Ja? Sagen Sie mal eine Frage, ja? Bitte, bitte. Wie viel Bierfetzer verkaufen Sie eigentlich in einer Woche? Esser? 4. Soll ich Ihnen mal sagen, wie Sie 6 Bierfetzer verkaufen? Oh ja, gerne, gerne. Dann müssen Sie die Gläser immer schön voll machen, ja? Da kannst du aber ganz schön böse werden, du. Aber genau wie mein Schwager Albert, du, aber genau nur. Ja, der Pfeife, Mensch, wie der bei uns war, hat der dieses schöne Goldfischglas, der getrunken hat, gesagt, schmeckt wie Bohle mit Fisch. Der trinkt sogar jeden Tag. Hat eine ganze Flasche Whisky getrunken, du. Aber immer gesund. Bis zu seinem Tod. Wie alt ist er denn geworden? 24. Sag mal, Walter. Sag mal, Walter, warst du schon mal im Zoo? Ich meine, als Besucher. Also, aber wir haben zu Weihnachten eine Gans gehabt. Die war so schwer, seitdem hat unser Bratofen O-Beine. Kannst du mir mal einen Groschen schenken? Ne? Hab ich nicht. Was willst du mit einem Groschen?
Ich hab seit 4 Tagen nichts gegessen. Mensch, was willst du denn? Was willst du denn an den Groschen? Mich wiegen, mal sehen, wie viel ich abgenommen habe. Wie lang ist denn dein Daumen? Das nicht. Ich habe ihn in der letzten Zeit nicht mehr messen lassen. Sag mal, warum bist du bei jeder Glücksspirale, wo ich dich treffe, immer betrunken? Warum? Messe, erstens sieht man mir Silvester noch bis Ende März an. Und zweitens, warum fragst du wegen meinen Daumen nur? Pass mal auf, der Hans hat nämlich einen Daumen, der ist 43 Zentimeter lang, du. Dünner Schlag. 43 Zentimeter, du. Und wo hat er den her? Geerbt, oder was? Naja, das ist kein Erbstück. Der ist vorgestern mit den Daumen in eine Milchmaschine gekommen. Das ist der Sohn schon. Da, der sieht aus, da ist er. Tja, Walter Giller fiel hin. Dankeschön. Und das Publikum wälzte sich vor Lachen auf den Boden. Aber was nicht unter den Tisch fiel, das waren die Pointen, denn die waren zielsicher gesetzt. Peter Frankenfeld wusste eben, worauf es ankam. Er war ein alter Hase. Und das war er eigentlich schon als junger Spund. Bereits 1938, als 25-Jähriger, trat er zum ersten Mal im Kabarett der Komiker auf. Und er sagte eine Nummer an und brachte dann sein Solo als Straßenverkäufer, indem er den famosen Eukrasit-Fleckenstift empfahl. Und damit begann die Karriere als Conferencier für Peter Frankenfeld. Zunächst im Kabarett der Komiker, später aber dann im ganzen deutschsprachigen Raum, wie es so schön heißt. Aber es heißt ein Raum, es gab viele kleine Räume damals, nämlich noch zahlreiche Varietés und Kabaretts. Jeden Abend ist er aufgetreten, jeden Abend von einem anderen Publikum. Und er hat sie alle bekommen im Publikum. Er brauchte nur aufzutreten und schon wusste er, welche Leute er vor sich hatte. Wenn sie etwas zäh reagierten, die Leute im Auditorium, dann wurden auch seine Späße etwas, na sagen wir, kräftiger, um nicht zu sagen derber. Und wenn er ein feines Publikum vor sich hatte, wie heute Abend hier, dann wurden auch seine Späße etwas intelligenter und das sofort. Peter Frankenfeld hatte, was man heute als Neudeutsch sagt, das gewisse Feeling. Und er wusste genau Bescheid, worauf es ankam, denn er war der beste Conferencier, den es damals gab und eigentlich nie mehr gegeben hat. Und wenn er seine Kollegen, die anderen Typen der Conferenciers, parodierte, dann blieb kein Auge trocken. Hallo, Freunde! Ja, Humor ist, wenn man trotzdem lacht, nicht wahr? Ich habe mich neulich abschleppen lassen aus meinen Waren. Ich wollte 200 Mark haben. Da habe ich dauernd mehr der ganzen Abschlepperei gebremst. Ach, ist das nicht schön, bitte, das ist für Sie, meine Herren, greifen Sie zu. Es ist ja alles so lustig, Herr Schaffen. Na, ich habe ja an Sie gedacht, liebe Frau, entschuldigen Sie mal. Als ich heute in Ihrer schönen Stadt ankam, nicht wahr? Wo sind wir denn hier? Mainz, ja, hier in Mainz. Und ich habe hier das erste Mal gegessen, muss ich Ihnen sagen, ein herrliches Lokal. Herrlich war es überhaupt, Herr Schaffen. Ich habe ja Glück gehabt mit dem Lokal, sag ich Ihnen, na, sowas gibt es ja nicht. Herrlich war es, ich sage Ihnen. Da gab's sagen Sie mal, der Sauerkraut ist ja nicht sauer genug. Die sagt, das ist Macaroni. Also, ich schmeckt doch so, wo war denn das? Das war im, haben wir Löffel mitgenommen. Ach, im ZDF, Zentrum der Fernfahrer. Hier habe ich, aber das war ja hoch. Das hat, Stimmung, Humor. Meine Damen und Herren. Wie üblich in diesem Programm kommt nach jeder musikalischen Nummer wieder der Plauderer. Wir sind froh, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind und möchten gleich entgegenrufen, Pax intrantibus salus exiuntibus. Man ist ja schließlich Lateiner, ich habe Latein gelernt, ich sollte mal Jäger werden. Nun, zum Programm. Das ist so viel, vielen Dank, herzlichen Dank. Vielleicht ein kleiner Dank für all das, was wir in unserem Privatleben auch gelegentlich leisten. Ich habe zum Beispiel vor kurzem Othello geschrieben. Er hat gar nicht geantwortet. Wenn ich es noch anfügen darf, meine Damen und Herren. Ich habe vor kurzem zum Beispiel wieder einige meiner Gedichte geschrieben und dann wieder weggeworfen. Wie es so ist, kritisch muss man sein. Und ich habe so viel weggeworfen in meinem Leben, dass ich jetzt sogar einen Literaturpreis von der Müllabfuhr erhalten habe. Das war natürlich eine große Überraschung.
Und jetzt, meine Herrschaften, vielmehr kommt jetzt das Konzert für Oh Gott und Verbot. Oh Gott, Verbö. Verbohe nicht, sondern wir haben, da wir gerade aus einem Buchladen, das Buch bekommen haben, das hier uns in einem Kufladen, in einem Kaufladen angeboten wurde, so entnehmen wir diesem Werk jetzt ein berühmtes Gedicht von Friedrich von das Gedicht. Die, das Gedicht von Friedrich von Stiller. Die Bürgschaft. Erste Strafe, Strophe. Zu Dürnüs, das Gedicht, die Wirtschaft, Deutschland. Zu Dürnüs, das spricht sich so ein bisschen, dass ich das Y drin muss entschuldigen. Zu Dürnüs, dem Tyrannenstrich. Nee, kein Strich, Schlich mit SCH wie Schiff. Wie Schiff. Zu Dürnüs, dem Tyrannenschiff, Schliff, Schlich, Hermann, den Molch am Strand, den Strolch am Band, den Dings. Dings, den Bumpf, den Ringer, ihn schlugen die Häscher in Wannsee. Die Löcher, die Häscher. Ich schlug die Häscher in Wannsee. Pass! Ruhe! Pass! Was wollten Sie mit, was wolltest du mit dem Strolch hier? Brich, mit dem Molche, sprich. Was? Was wolltest du, bitte? Sie, die Stadt wollte ich fahren, Taranteln, das sollst du mit Streuseln bestreuen. Das ist das Herz so schrecklich weh, weil ich ihn heute so gut wie nie seh. Nicht im Kabarett, nicht im Varieté, geschweige denn auf einer Tournee. Der Conferencier ist leider passé. Er war okay zur Matinee, zum 5 Uhr Tee auch und zur Soiree. Da sagte er an und hielt das Programm von Anfang an bis Ende zusammen. Das war das Metier vom Conferencier. Er lobte jeden, den er konferierte, auch wenn er gar nicht so besonders war. Wenn er in seinem Publikum servierte, da dachte jeder, jetzt kommt ein Star. Zum Beispiel hatte da ein Fräulein Kruse vom Vortrag leider keinen blassen Dunst. Doch tat er so, als wäre es die Duse, die große Duse der Vortragskunst. Er war charmant und elegant und alle Witze hat er gekannt. Er war sehr gewandt, besaß viel Verstand und manchmal waren die Pointen pikant. Doch jedermann fand sie sehr amüsant. Im Kabarett, im Varieté, sang er zuweilen auch ein Couplet. Das war mein Porträt vom Conferencier. Und jetzt zieh ich schon mein Resümee. Der Mann ist passé, er wurde Rentier. Nun sag ich traurig, und das ist kein Schmäh, dem Conferencier. Adi, Adi. Der Conferencier war das und der Mann, der das gesungen hat, heißt Max Raabe. Wetten, dass Peter Frankenfeld sich selbst eigentlich nicht
als einen Quizmaster verstand. Er hat selber einmal gesagt, ich habe nie und nimmer einen Menschen danach gefragt, woran denn das Tote Meer eigentlich gestorben sei. Er war eher ein Showmaster oder ein Spielmaster. Viel Vergnügen hieß eine seiner vielen Shows. Und viel Vergnügen hatte natürlich auch das Publikum. Bei den Kandidaten, da bin ich mir im Nachhinein nicht so richtig sicher. Auf jeden Fall stellte er vor jeder Show immer ein und dieselbe Frage an alle seine Mitspieler. Und die ging etwa so: Sie machen doch alles mit, nicht? Und wenn die dann jubelnd bejahten, dann mussten die alles mitmachen. Und dabei machten die natürlich was mit. Auf jeden Fall testete er vor jeder Show, die er machte, alle seine Spiele selbst, denn er wollte keinem anderen Menschen etwas zumuten, das er sich nicht auch selber zumutet. Bei dieser Gelegenheit ist er einfach beinahe mal ertrunken, als er in einem Taucheranzug in einem Schwimmbecken in der Dortmunder Westfalenhalle nach alten Blechdosen tauchte, in denen wertvolle Präsente versteckt waren. Diese Nummer wurde natürlich gleich aus dem Programm genommen. Peter Frankenfeld konnte Spiele erfinden, weil er selber so verspielt war. Und er machte damit seinem Publikum große Freude. Die größte Freude überhaupt, nämlich die Schadenfreude. Peter Frankenfeld konnte sogar zaubern. Er war Mitglied im magischen Zirkel. Und wenn man das mal alles so zusammennimmt, er war einfach ein Alleskönner. Meine Herren, darf ich bitten, genau das zu spielen, was da steht. Das Thema ist Kuckuck, Kuckuck, ruft's aus dem Wald. Bitte. Fing's an. Und dann muss der irgendwo gegen Baum geflogen sein. Nein. Kurz vom Ziel. Den ersten Buchstaben haben wir gelesen. M. Das ist ein neues Patent bewahren. Eisschießen ist das. Ein ganz neues Verfahren. Es hat eine magische Anziehungskraft, dieses Eis für Sie. Sie kommen ja ohne Gepäck. Ja, aber wer zuerst umgeräumt hat, hat gewonnen. Ja. Moment, Moment, Moment. Haben Sie schon eingestellt? Ein Bier muss er doch haben. Ein Bier brauchen Sie da oben noch. Das war auf dem Bild mit drauf. Kommen Sie schnell, wer es fotografieren will, vorher Auslöser, Auslöser drücken. Jetzt sagen, wer soll den Auslöser drücken, dann den Auslöser. Hier raufdrücken müssen Sie. Es müsste einer hier raufdrücken zum Fotografieren. Drauf. Großartig, hat geklappt. Wir zeigen Ihnen jetzt, mein Kollege und ich, Kater und Strophe, die vier bedeutenden Tricks der letzten zwei Dezennien. Zuerst der Trick mit einer einfachen Weinflasche. Hier der Zauberstab. Und nun tanze, jetzt. Einen Moment. Wollen Sie es auch einmal versuchen, Herr Oberbürgermeister? Sagen Sie jetzt. Dankeschön. Ein Trick, für den es keine Lösung gibt. Eine einmalige Sensation.
Das Verschwinden eines Vogelhauses. Achtung! Voilà! Verschwunden! Jawohl, meine Damen! Ein Trick! Die Sense. Meine Damen und Herren, wir zeigen Ihnen jetzt das einmalige Mirakel mit einer attischen Vase. Wie Sie selbst sehen, kein Mensch drin. Nun, der große Trick, die Sensation. Das mit dem Wasser hat ganz gut geklappt bis jetzt. Dieses Wasser haben wir uns aus einer Weinhandlung besorgt, die nicht genannt sein möchte. Wasser schwindet, Wasser schwindet. Und nun Achtung, jawohl, das Wasser ist verschwunden. Aber wie, das ist das Phänomen. Ich danke Ihnen. Danke Ihnen. Eine leere Vase, wie Sie selbst sehen, wie Sie... Verständlich, dass ich mich von diesem Mitarbeiter trennen werde. Sehen Sie nun einen Trick besonderer Prägnanz. Ich bitte Sie, bei diesem Trick das Rauchen einzustellen. Möchten Sie noch einmal sehen? Und nun, meine Damen und Herren, ist es soweit. Dieser einmalige Trick, den wir Ihnen jetzt zeigen, alles in Ordnung? Danke. Und jetzt kommt der noch für das Vogelhäuschen. Aber es raus tut's genauso weh. Raus tut's genauso weh. So, nun wollen wir sehen, wie es endet. Unbeschädigt ist er wieder da. Danke. Danke sehr. Seine Begabung war die Vielseitigkeit. Das dokumentiert schon das Haus hier, der Wintergarten, in dem wir die Gala für ihn heute Abend machen. Der neue Wintergarten, nicht mehr der alte, aber er hat die gleiche Atmosphäre. Da das Bild vom Clown Grock und dann hier drüben das Netz der Codonas, dann die Ketten des Houdini, der war ein Entfesselungskünstler, und da die karierte Jacke von Peter Frankenfeld. Er hat auch Chansons geschrieben, das bekannteste schrieb er für seine Lonnie, für Lonnie Kellner. Und das Kind wird Sängerin, so hieß das. Selbstverständlich schrieb er sich auch seine Konferenzen selbst, das war für ihn ganz natürlich. Und er schrieb auch Sketche, das wurde schon gesagt, aber Sketche sind eigentlich kleine Stücke. Und von Peter Frankenfelds Sketchen hielt man ganz große Stücke, weil sie wimmelten von Pointen. Und die dickste Pointe, die war immer am Schluss. Und gerade in dieser Beziehung, da fehlt uns der Peter Frankenfeld. Autoren, die heute noch Sketche schreiben können, die sind recht selten. Peter Frankenfeld, der kannte seine Partner und er kannte sich selbst, weil er ja immer mitspielte. Und wenn er eine große Kollegin hatte oder drei genauso große Kollegen, dann konnte man von einer großen Besetzung sprechen. Eine Besetzung, die es vielleicht nie wieder geben wird. Ich habe hier noch was. Soll ich abgeben? Ich weiß bloß nicht an wen. Diese Süße. An den größten Showmaster Deutschlands. Das war ich mal. Du bist der Gastgeber. Na,
Nein, nein, ich bin wirklich der Gast. Du bist der Gast. Nein, nein, Rudi. Jetzt schon. Nein, ist bestimmt für dich. Ist bestimmt für dich. Ich habe es mir nämlich gleich gedacht. Aber ich werde euch vorlesen. Lieber Onkel Lou. Das Kind wird Sängerin, das Kind wird Sängerin. So sprach die Mutter damals, als sie mich noch stillte. Das Kind wird Sängerin, das Kind wird Sängerin. Denn alle Scheiben klirrten, wenn ich richtig brüllte. Und ein paar Jahre drauf nahm ich mein Studium auf. Ich sang schon Hölderlin und Claudius und Brentano. Ich kam schon mühelos zum hohen C hinauf. Und bei Geburtstagsfeiern sang ich am Piano. Zu das schöne Wiegenfest wünsch ich dich das Allerbest. Und auf allen Wegen immer das Kind wird Sängerin, das Kind wird Sängerin. Mein Vater zeigte mich in seinem Männerchorum. Sie waren einig drin, die wird bald Sängerin. Ich kam aufs musikalische Konservatorium. Dort lernte ich Gesang, tagtäglich stundenlang. Die Lehrerin war früher tragische Altistin. Sie schrie den Flur entlang, wenn sie Etüden sang. Und einmal kam die Polizei und rief: Was ist denn? Geliebte, mich ganz solltest du lieben. Doch nein, nein, bin ich dir nicht ganz genug, Geliebte. Bassisten und Tenören und alles zitterte, trat ich zur Rampe hin. Ich war am lautesten von allen rauszuhören, bis plötzlich Jürgen kam, mich in die Arme nahm. Er war Assessor am Zivilgericht in Herne, dem war der Opernkram zu zickig und zu lahm. Wir schwärmten beide plötzlich nur noch fürs Moderne. Doch dann hab ich gestaunt und war sehr schlecht gelaunt. Ich kannte meine eigene Stimme nicht mehr wieder. Die Leute kaufen das. Das ist der neue Sound. Ich sing auf Platten leicht verstimmt, ich schlage Lieder. Und die Moral daraus hört nicht aufs Elternhaus, denn meine Eltern fanden mich dazu geboren. Der Irrtum stellt sich raus. Wie halten Sie das aus? Ich habe 5 Stimmen, aber Sie haben nur 2 Ohren. Peter Frankenfeld hatte im Beruf viel Erfolg. Und bei den Damen natürlich auch. Aber die Frau, die immer dabei war, die für Ruhe in seinem arbeitsreichen Leben sorgte, die er brauchte, die fand er erst nach einem großen Krach. Sie sang in Köln das Lied »Ein Bäcker backt ein Kuchenherz«. Nun, Peter sah sich erstmal den Text an und dann die Interpretin und dachte sich, Schlagersängerin, noch dazu blond, muss doof sein. Und dann kündigte er sie ziemlich ruppelig mit folgenden Worten an.
Es gibt Textdichter, die schreiben einen unglaublichen Blödsinn zusammen. Und wer singt eigentlich diesen Blödsinn? Gibt es da jemand? Seien Sie beruhigt, meine Damen und Herren, wir haben jemanden gefunden. Hier ist er, Lonnie Kellner. Nun können Sie sich natürlich vorstellen, Lonnie war wütend. Aber wie es das Schicksal so will, ein paar Tage später trafen sie sich in einem Zug, der vom Südwestfunk geschartet wurde, und sie saßen sich im gleichen Abteil gegenüber. Die wütende Sängerin versteckte sofort ihren Kopf hinter einem Buch, und der auch nicht gerade begeisterte Conferencier holte sich ebenfalls ein Buch, um nach kurzer Zeit festzustellen, sie lesen ja das gleiche Buch mit dem Titel »Sternstunden der Menschheit« von Stefan Zweig. Tja, und das war der Augenblick, das war ihre Sternstunde, das war die Sternstunde der beiden. Sie kamen ins Gespräch, sie kamen sich näher und sie traten vor den Traualtar. Max Schmeling und Annie Ondra waren die Trauzeugen. Und in der Kirche wurden sie dann überrascht von einem berühmten Geiger, und als sie heraustraten, wurden sie begrüßt von einem fast ebenso berühmten Postbeamten. Ja. Zunächst mal ein herzliches Glückwunsch. Schönen Dank, Herr Sparwirt, für den Besuch. Und für Sie ist heute Post gekommen. Für mich ist Post gekommen. Darf ich fragen, was es ist? Schwarz oder weiß? Weiß. Heute den Weißen. Ach, das ist unser Spiel wieder. Was habe ich denn verloren? Darf ich mal nachsehen? Oh, die Freiheit habe ich verloren. Dafür habe ich gewonnen. Ja. Und wenn Sie mich auf diesem Foto nicht erkennen, dann ist es Ihre Schuld. Das heißt also, der Herr, der rechts steht, das bin ich. Als Hochzeitsüberraschung habe ich Lonnies und Peters Lieblingsmelodie. Lullaby of Birdland habe ich für Sie gespielt. Und das in der Kirche, denn es war ja eine Jazznummer. Und das Ganze auf der Orgel, auf der Empore. Barocke Musik. Mir gelungen, ein Duett für zwei Geigen zu finden, ein Duo. Prima. Und das ist für eine erste Solo-Geige und für eine zweite, die du übernehmen kannst. Ja, was spielst du denn jetzt? Das wirst du schon hören. Also, pass mal auf. Ja. Weißt du übrigens den Unterschied zwischen deiner Geige und der Karlstraße in Böblingen? Die Karlstraße hat zwei G-Seiten. Oh.
Darf ich bitten? Also das geht nicht. Können wir beginnen? Ja. Jetzt kommt ja übrigens wieder die schöne Jahreszeit, wo du ohne Handschuhe spielen kannst. Wegen der kalten Seiten. Können wir beginnen? Wenn du übrigens ein Knabe, der keine Ahnung hat von Tuten und Blasen, dem schenkt man am besten eine Geige. Aber das erlaube mal. Können wir endlich beginnen, ja? Also. Meine Damen und Herren, und nun kommen wir wieder zu der Preisverteilung. Gleich viel wollen wir auch gleich den größten Preis bevorzugt ausloben. Meine Damen und Herren, vorher noch ein Blick zur Uhr. Und nun der große Preis. 30 Mal wird in dieser Lotterie ein Preis von 250.000 Mark verliehen. Dieser Preis wird nun auf die Nummer fallen. Darf ich bitte den Zettel haben? Danke sehr. Dieser Preis von 250.000 Mark fällt auf die Nummer 23088. Wir wollen noch einmal der Sicherheit halber die Zahl wiederholen, damit Sie jetzt zu Hause nachsehen können. 23089. Da könnte ich das. Gratuliert mir damit. Hab ich gewonnen. Erste Mal in meinem Leben, ein Sieger. Gratulieren, alle wollen Sie gratulieren. Klar, Mensch, gratulieren. Gewonnen, Mensch. Schuss mit Fernsehen, aus, es weg mit den... 23.088, lautet die Gewinnzahl. Ja, eher noch mit dem Witz. Hier, mein Lieber, ich hätte es gedacht. 23.089. 88. So, Moment, mal eben. 23.088. 89. Das ist ja 89, das. Ich hatte das zum. Ja, habe ich mich verguckt, das war 89 und dann möchte ich jetzt doch nochmal. Kommen Sie, Phil. Entschuldigen Sie, Herr Sam. Danke mal eben. Entschuldigen Sie. Nun, meine Damen und Herren, ich habe das ist ein Irrtum, ich bitte, es wäre schön gewesen. Nun bitte zu den Trostpreisen. Frau Notausgang. Frau Notausgang hat schon wieder einen eisernen Ofen gewonnen. Ich möchte doch noch ein paar Worte zum Multitalent Peter Frankenfeld sagen. Für mich war er der vielseitigste Künstler, den das deutsche Fernsehen jemals hatte. Was konnte er alles? Er konnte schreiben, er konnte konferieren, selber spielen. Peter Frankenfeld war sehr musikalisch. Davon können Sie sich dann gleich im nächsten Filmausschnitt überzeugen. Er konnte singen, er konnte tanzen. Gut, tanzen vielleicht nicht so wie Fred Astaire, aber Englisch. Englisch konnte Peter Frankenfeld perfekt. Und das belebt folgende kleine Anekdote. Gegen Ende des Krieges lag Peter Frankenfeld in einem Lazarett in der Nähe von Marienbad. Er war verwundet. Und eines Tages kam dort ein amerikanischer Offizier durch und suchte händeringend jemanden, der Englisch konnte. Und Peter Frankenfeld überlegte kurz. Er meldete sich und wurde mitgenommen. Fortan
stattete er Clubs aus, stellte Programme zusammen und moderierte diese Programme dann in englischer Sprache. PF oder Peter, wie ihn die Amerikaner nannten, wurde in ganz kurzer Zeit beim Special Entertainment Service ein richtiger Star. Und einige Zeit später begann ja auch seine deutsche Karriere. Und jetzt habe ich mir doch einen kleinen Spickzettel angefertigt, denn all die Sendungen, die Peter Frankenfeld im Rundfunk und Fernsehen moderiert hat, die kann man sich fast gar nicht merken. Gott, ist das eine Liste. Ich versuch's trotzdem mal, ja? Vielleicht so ein bisschen hackmäßig, ja? Zuerst der Rundfunk. Guten Morgen allerseits, so ein Zufall. Funk und Flachs, der Frankfurter Wecker-Eintritt. Frei am Samstag um 4, ab 8 wird gelacht. Wer zuletzt lacht, Freude im Alltag, die große Chance. Peters Bastelstunde, das war der Rundfunk. Und jetzt das Fernsehen. Eine nette Bescherung. Wer will, der kann. 1:0 für Sie. Mach mit, bitte recht freundlich. Viel Vergnügen. Toi, toi, toi heute Abend. Peter Frankenfeld, guten Abend. Und Ihr Steckenpferd, vergiss mal nicht. Televisationen, Sie und Er im Kreuzverkehr. Und Musik ist Trumpf. Das war das Fernsehen. 1700 Sendungen in 30 Jahren. Das muss ihm erst mal einer nachmachen. Jetzt sag ich Ihnen etwas, weil ich hier doch schon immer wohne. Darauf falle ich nicht rein. Für uns zwei ist dieser Ort zu klein. Der Feind des Guten war das Bessere immer schon. Der nimmt aber voll das Maul. Ohne Konkurrenz wird man bloß faul. Mal was schenken. Wir sitzen im Park auf den Bänken. Ich ein Kloschar, er ein Kloschar, Jahr für Jahr. Dem Alltag entrücken, kommen Sie unter die Brücke. Wären Sie nur scharf, denn es sterben ein paar. Ja! Man singt la, 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 la. Und trinkt. Wir leben wie Schlaraffen und wir gaffen in Schlaraffenland. La 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 la. Du, ich sing's dir vor. Ah, du brüllst mir ja ins Ohr. Ich will's. Sei still. Ba, 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 ba. Ich sing wie Schock mit 4 Promille. Ah, schau dir dieses Kleid mal an. Mann, die hat ja einen blößen Wahn. Und morgen ist Party. Ja,
eine Tanzparty, eine Tanzparty am Swimmingpool, Sündenpool-Party mit dir. Wer mir beim Trinken nicht pariert, sich ziert wie ein Tropf, dem werfe ich ganz ungeniert die Flasche an den Kopf. Dem werfe ich ganz ungeniert die Flasche an den Kopf. Und fragen Sie mich bitte, warum ich das denn tu? Warum ich das denn tu? Siehst mal bei mir so sitte, chacun a son goût. Siehst mal bei mir so sitte, chacun a son goût. Peter Frankenfeld. Was mir an seinem Talent am meisten imponierte, das war sein Tempo. Also es war wirklich mörderisch. Ich glaube, er war so schnell mit seinen Pointen, dass viele seiner Zeitgenossen damals gar nicht mitbekommen haben, wie weit er seiner Zeit eigentlich voraus war. Ich habe auch lange gebraucht, um da mitzuhalten, aber ob ich Peter Frankenfeld wirklich ganz eingeholt habe, so sicher bin ich mir da immer noch nicht. Aber ich arbeite dran. Wenn es überhaupt sowas wie ein Idol für einen Unterhaltungskünstler ist, dann ist es Peter Frankenfeld. Alles, was wir heute uns bemühen zu machen, hat er gemacht und meistens besser. Er konnte perfekt zaubern, er konnte tanzen, er konnte steppen, hielt damals den deutschen Rekord mit 740 Anschlägen pro Minute. Er hat tolle Sketche geschrieben, er hat sie gesprochen, er war als Solist hervorragend, er war als Ensemblemitglied wunderbar. Es gab nichts, was der Mann nicht besser konnte als alle anderen. Tja, liebe Zuschauer, ich würde Ihnen jetzt gerne die Anekdote erzählen, wie ich 1953 war es, mit Lonnie Kellner und Peter Frankenfeld einen großen Auftritt hatte in der Stadthalle Osnabrück. Aber leider muss diese kleine Anekdote heute unerzählt bleiben, weil ich damals zu spät kam. Also nicht zur Veranstaltung, sondern praktisch so insgesamt auf die Welt. Und so, dass also Peter Frankenfeld und ich, wir uns auch gar nicht kannten. Das heißt, ich ihn schon, er mich eher weniger. Also wir kannten uns persönlich nicht. Nichtsdestotrotz war ich einer der vielen anonymen Fans in der Masse, die ihn verehrt und geliebt haben. Und am meisten bewundert habe ich seine Fähigkeit, jeden deutschen Dialekt perfekt zu imitieren, sodass er für mich der ungeschlagene Meister aller Klassen in deutschen Dialekten bleibt. Eine Geschichte habe ich glattweg von Peter Frankenfeld geklaut, gebe ich ganz ehrlich zu. Da war er noch beim Fernsehen, ich war in der Schule. Die berühmte Wetterkarte, er hat das Wetter in ganz Deutschland in verschiedenen Dialekten gemacht. Dieses habe ich imitiert, habe es mit großem Erfolg bei der Abiturfeier aufgeführt und bin dann schnurstracks zum Fernsehen marschiert. In diesem Fall also einen späten Dank und späten Respekt für Peter Frankenfeld. Hier spricht Stefan Stein von der Wetterstation. Die Stürme über Nordwest kommen herein über Schleswig-Holstein und Dwars und Achten über Hamburg. Ich meine, wäre es so schlecht, dann blieb man zu Hause, ne? Siehst du das? Wir haben gerade in Köln eine ähnliche Erscheinung. Gerade der ganze Ring, ne? Nebelfelder, Wolkenbrüche. Gestern war es am Fieseln, heute ist es am Regnen. Und das Meteorologische Institut setzt für morgen der gleiche Dress. Das ist überraschend, Kimmer. Gerade jetzt, wo man sich hinstellt hat, auf ein leichtes Gewand, was ist, Kimmer? Ein Schnürregen haben wir. Ich sage Ihnen, das ist ein richtiger Sauwetter, ein Elendix, ein Sauwetter, haben wir es erzählt. Aber wir haben nicht fast in der Glückstopp, sage ich Ihnen, seit 3 Minuten haben wir das schönste Wetter. Gerade so, wir haben es sonnig, weiß ich mal. Ah ja, so ist, hallo, mir sagst du, gerade eben fahr ich schon wieder aus, ist am Regen und jetzt sind die ersten Tröpfchen schon gerade gefallen, das Beste, sie geht wieder ins Häusle. Ich weiß nicht, was die Berliner mal wollen, von wem Berlin ist, eine Reise wert. Ja, ich erzähl mal, ich hab mir gestern einen leichten Mantel gekauft, ja. Jäg raus, ich hab gefroren, sage ich Ihnen, ihr könnt mal peitschen, ja. Jetzt sitze ich damit, also, ich will mal sagen, wenn Sie wirklich nach Berlin kommen, ja, suchen Sie sich mal eine andere Zeit aus. Also, Suicide, ja, können Sie sich nasse und kalte Beine auch woanders holen. Ei, forschen Sie mal, das ist doch furchtbar. Hier bei uns in Frankfurt in der Kaiserstadt. Ich meine, wir haben doch die Brüder hier von der Wetterstation. Da haben die ihr Büros hier bei uns in der Kaiserstadt und die machen uns so Wetter. Ich meine, das ist doch furchtbar.
Also wirklich, hören Sie mal, Herrschaftsbosse sind das, das ist furchtbar. Erbarmung, was haben wir in Königsberg? Ein Wetterchen? Na, wenn ich Ihnen sag, also wir haben keinen Sandsturm, nuscht nicht, nein, nein. Wir haben gar nicht keine Springflut, kein Gefrier und so gar nicht. Das ist richtiges Pumuckelskopfwetter. Also ich weiß nicht, wir reden oft über das Wetter, aber zur Zeit, man weiß gar nicht, worüber man überhaupt noch reden soll. Lerge, verfluchte Piranha, verstehst du? Kommst du nach Breslau zu uns in die Siebenbürger, verstehst du? Wenn du kommst, gutes Wetter, kommst du nicht schlechtes Wetter. Aber wenn du kommst bei ihnen Wetter, kriegst du immer einen guten Schnaps, verstehst du? So machen wir das. Ich möchte mal hier was verkünden. Meine Damen und Herren, was ist das für Gelaber ums Wetter? Ich will Ihnen mal ganz ehrlich mein Rat sagen. Das ist nämlich Irrchen Sohn Lümich, der hier Anfragen stellt. Und wir wissen auch, woher diese Anfragen kommen. Nämlich von den monopolkapitalistischen Ländern. Und darum sagen wir, wir schalten ab. Ja, sowas... sowas muss man erst mal können. Also das macht ihm wirklich keiner mehr nach. Peter Frankenfeld war gebürtiger Berliner. Seine Mutter hatte einen Tabakladen in Köpenick. Sein Vater war Maschinenmeister. Peter sollte natürlich sozial aufsteigen. Der Junge sollte es ja mal besser haben. Also ging er aufs Gymnasium, um es bald darauf wieder zu verlassen, ohne natürlich den Direktor oder die Eltern darüber zu unterrichten. Er schloss sich stattdessen einem Wanderzirkus an. Der Vater holte ihn zurück, verdrosch ihn anständig, denn er hatte eine gute Vor- und Rückhand. Anschließend wurde Peter Page im Hotel Adlung und Esplanade. Das stand damals am Potsdamer Platz. Aber die Hotelkarriere, die endete je, weil Peter sich einen Scherz erlaubte und zwei Schilder vertauschte. Und so prangte an der Herrentoilette plötzlich das Schild Direktionsbüro und am Direktionsbüro natürlich Herren. Ja, und das in einem ausgebuchten Hotel. Und Peter musste gehen, weil so viele Herren mal mussten. Er wurde Schriftmaler, Schaufensterdekorateur, Stepptänzer. Er malte richtige Bilder, stellte in der Berliner Sezession aus, verkaufte sogar zwei Bilder und wurde sofort leichtsinnig. Mit dem Geld finanzierte er ein großes Atelierfest und unterhielt alle mit einem eigenen Kabarettprogramm. Und dieses Programm stellte er dann auch im Kabarett der Komiker vor, nämlich Willi Schäffers, dem Chef des legendären Kabaretts. Ja, und wie es weiterging, das wissen Sie ja bereits. Aber sein Herz für Otto Reuter und Kurt Tucholsky, das hatte er damals schon längst entdeckt. Und dann sang er auch ihre Lieder. Ich hab ein Haus in Berlin, das ist noch wie neu. Bloß oben ist ein Loch, da ging was in zwei. Nur fehlen da oben ein paar Stähne, es müssen neue dahin. Ich sag zu dem Maurer, nur die sind doch bald drin. Aber ihr wisst, lieber Mann, da fangen wir gleich morgen an. Also um 8 soll er ankommen, eine Stunde verjäht. Der Segen ankommen, ich sage, es ist spät. Nee, sagt er, es ist 9, ist die richtige Zeit. Der Weg zählt doch mit und ich wohne sehr weit. Wollte Straßenbahn nehmen, keiner zu sehen. Gerufen Auto, besetzt, na, da musste ich doch gehen. Aber nun gehen wir ran, nun fangen wir gleich an. Na, nun sieht er sich um, recht gründlich, exakt. Was er mitgebracht hat, wird ausgepackt. Kommt rauf nach dem Haus, da fehlt ein Stehen auf dem Fleck. Also nimmt er Stehen und legt ihn gleich wieder weg. Er sucht erst eine Leiter, um nach oben zu gehen. Trägt sie 8 Schritte weiter, da schlägt er 10. Noch ne Frühstück dann ein bisschen, holt sein Bülleken raus. Steckt die Pfeife in Brand, die geht 15 Mal aus. Und wie sie brennt, sagt er dann, nun fangen wir gleich an. Er nimmt noch eine Prise, es ist über Elbe. Und dann nimmt er den Stehen, es ist noch derselbe. Da muss er niesen, der Kopf wird ihm schwer. Er legt den Stehen wieder weg, denn sonst gibt's ein Malheur. Er sucht nach einem Tuch, er hat leider keins. Ich sage, es ist gut, dann nehmen sie meins. Nun fühlt er sich wieder wohl, wie ein Fisch auf der Elbe. Und dann nimmt er den Stehen, es ist noch derselbe. Und er will auf die Leiter, da schlägt er 12.
Und er legt den Stein wieder weg, seine Frau bringt das Essen. Nach so einer Arbeit, das schmeckt's, es wird feste gegessen. Sie setzt sich zu ihm und er setzt sich zu ihr. Es gibt Carbonade und Gurken und Bier. Und dann liest er die Zeitung und sagt dann rüstet zu ihr: Du, da streiken sie wieder, die sollen schaffen wie wir. Und dann gibt er ein Küsschen und dann schläft er ein bisschen. Und er schlägt Uhr zwei und da ist schon die kurze Pause wieder vorbei. Nun sagt er jetzt ran, nun fangen wir gleich an. Nun wird der Lehm umgerührt, der Weiche, der Gelbe. Und dann nimmt er den Stehen, das ist immer noch derselbe. Und da wird ihm schlecht, die Jürgen, das Bier. Er legt den Stehen wieder weg und nimmt sein Zeitungspapier. Denn der Stein wäre ja auch weniger geeignet dafür. Und geht an der Tür und da steht hier. Kommt nach drei wieder raus aus dem kleinen Gewölbe. Na, und dann nimmt er den Stehen, das ist noch immer derselbe. Und geht nur richtig ohne Rast, ohne Ruh. Mit dem Stein auf der Leiter, na, was sahen sie nun? Die hat 20 Sprossen, jeden Fuß breit entfernt. Aber er geht unverdrossen. Gelernt ist gelernt. Bei der 18. hält er, die Uhr schlägt 4. Es ist Feierabend und er steht hier. Nicht oben, nicht unten. Die Sache geht schief. Er darf nicht mehr weiter nach dem Tarif. Er hat noch 2 Sprossen, aber er darf sie nicht gehen. Oder 18 nach unten, ja, aber nicht mit dem Stehen. Was soll er nur machen, so nah am Ziel? Er schwankt zwischen Arbeit und Pflichtgefühl. Aber das Pflichtgefühl siegt, ist egal, sagt er grob. Und er lässt den Stehen fallen und mir auf den Kopf. Und wie ich schimpfe, da sagt er, warum stehen Sie denn hier? Wir brauchen keinen Kopf mehr, Sie können ja schaffen wie wir. Tja, meine Damen, was soll man dazu sagen? Nehmen Sie den Alten. Die Statistik zeigt's dem Kenner. Es gibt mehr Frauen als wie Männer. Darum rate ich allen Frauen, sich bei Zeiten umzuschauen. Aber bitte sich begnügen, kann ich jeden Schönsten kriegen. Schauen Sie nicht so wählerisch, nur nachdem der jung und frisch. Ach nee, Entschuldigung, ich muss mal an der Stelle unterbrechen. Weil eigentlich ist ja so, der Reuter hat sich ja bemüht, ständig aktuell zu sein. Er hat also im Gegensatz zu vielen seiner Komikerkollegen nicht nur tagtäglich sein Bierchen getrunken, sondern auch tagtäglich die Zeitung gelesen. Naja, um eben aktuell zu sein. Ich meine, heute würde das berühmte Couplet vom Alten möglicherweise an diesem Abend ganz anders klingen. Ich meine, ich könnte Ihnen das ja jetzt mal praktizieren, wie Reuter das so vor 70 Jahren gemacht hat, wenn Sie Lust haben. Wenn Sie keine Lust haben, mache ich es trotzdem, weil ich habe die ganze Nacht dran geschrieben. Also probieren wir es mal, den Alten in heutigem Gewand. Auf geht's, Herr Wiebig. Leider sehe ich, wenn ich fernsehe, überhaupt nicht, was ich gern sehe. Und bei dem Programmverschleiß läuft Fernbedienung heiß. Doch von all den Redakteuren will ja keiner auf mich hören. Dabei weiß ich, woran's liegt, dass man Einschaltquoten kriegt. Nehmen Sie einen Alten, nehmen Sie einen Alten, dann gibt's nichts mehr umzuschalten. Nehmen Sie eine Persönlichkeit aus der judenalten Zeit. Nehmen Sie einen Alten, nehmen Sie einen Alten, liegt Einschaltquote schief. Gehen Sie nicht gleich in Rente, gehen Sie lieber ins Archiv. Was der Quizmaster so quissen, will heute keiner wissen. Sowas nennen die Ideen, na, das haben wir alle schon gesehen. Als sie neu waren, waren sie besser. Und die Sprüche waren Kesser. Wenn der Enkel es nicht kann, na, lass den Opa wieder ran. Nehmen Sie den Alten, nehmen Sie den Alten. Lassen Sie uns den behalten. Darauf sind die Leute heiß, und am liebsten in Schwarz-Weiß. Nehmen Sie den Alten, nehmen Sie den Alten, der das Publikum erfreut. Die waren gestern nicht von gestern. Darum luftet ohne heut. Sehen Sie heute einen Entertainer, braucht er erstmal einen Trainer, der ihn mit Pointen doppt, wenn er seine Sprüche kloppt. Wenn die ihre Witze machen, gibt's doch wirklich nichts zu lachen. Statt Kopien jedes Mal, nehmt doch gleich das Original. Nehmen Sie einen Alten, nehmen Sie einen Alten, die können richtig unterhalten. Und sie kosten ja so ja nicht mal mehr ein Honorar. Nehmen Sie einen Alten, nehmen Sie einen Alten, bringen Sie das, was uns gefällt. Senden Sie im Zweifelsfalle einfach Peter Frankenfeld.
Ja? Ja. Ja, ich habe den Vertrag nochmal daraufhin durchgesehen, Herr Direktor, und ich... Naja, ich wollte es erwähnen, ich komme dann mit dem Vertrag rüber zu Ihnen, Viertel vor, ist es recht, wenn... Passt, Viertel elf. Viertel vor, dann, jawohl. Auf was? Auf Wiedersehen, ja. Ja, persönlich muss ich bemühen, damit ich den Vertrag... Wo ist der Vertrag? Den habe ich zu Hause gelassen. Du liebe Güte. Ach, du liebe, liegt der zu Hause, Vertrag. Und der will den haben, Viertel vor. Ja, Margot, ich habe den Vertrag zu Hause liegen lassen, auf dem Korbtisch. Margot, tu mir... Hallo? Ja, der Papi, ja. Joschilein, ruf mal schnell die Mami, ja? Ruf die Mami. Ja, hier ist der Papi. Ja. Papi geht's gut, ja. Ruf mal... Papi geht's gut, ja. Mein Kind, ruf doch... Joschilein, ruf mal schnell die Mami. Ruf die Mami, Mami, Mami. Papi geht's gut, ja. Ja, es geht mir sehr gut. Ruf mal schnell die Mami. Aber du darfst jetzt den Hörer nicht auf den Telefonapparat. Hallo? Ja, groß, das fängt ja wunderbar. Das wird ein schöner Tag heute. Viertel vor, bitte den Vertrag hören. Und meine Tochter mal Späße. Ja, Margot, Uschilein. Uschilein, hör mal, Papi geht's gut, ja. Jetzt geh mal schnell und ruf mal die Mami. Und die Mami, wo ist denn die Mami? Ja, dann musst du mal anklopfen an der Tür. Ja, geh mal schnell. Und es geht mir gut, Mann. Es geht mir gut, wirklich, es geht mir gut. Jetzt ruf schnell die Mami und dann sagt der Mami... Nein, sag ihr nicht, es geht mir gut, mein Kind. Aber du darfst jetzt den Hörer nicht wieder auf den... nicht drauflegen, da, weit weg, hier, weit weglegen. Damit... Hallo? Damit... Das schaffen wir nie, liebe Margot. Dieses Kind, sag ihm, dass es den Hörer nicht aufhält. Ja, der Papi, ja, liebe kleine Uschi, der Papi ist... Ach, du bist es, Margot. Ja, ich telefoniere hier schon dreimal. Was ist denn das, um Himmels Willen? Deine Tochter hat es natürlich wieder ein... Was heißt, deine Tochter ist genau wie meine, also gut... Was ist denn das jetzt nicht am frühen Morgen mit solchem Theater? Das kann ich nicht vertragen. Ich schreie hier nach, der Vertrag ist... Und was ist? Was heißt, ich schreie? Was heißt, ich schreie? Ich denke, ich kann dich wohl noch anrufen, weil ich will. Was ich will? Das habe ich vergessen. Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohn, ist es fast wie Hohn, schweigt das Telefon. Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Und ich frage mich, denkt gelegentlich jemand mal an mich? Den Zustand find ich höchst fatal, für heutige Zeiten nicht normal, wo jeder nur darüber klagt, das Telefon an Nerven nackt. Ich trau mich kaum mehr aus der Tür, denn stets hab ich vermutet, dass kaum, dass ich das Haus verlass, es klingelt oder tutet. Doch kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohn, ist es fast wie Hohn, schweigt das Telefon. Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Und ich frage mich, denkt gelegentlich jemand mal an mich?
vielleicht, dass manche mich im Land der Dänen wählen. Oder fern von hier, wo die Hyänen gähnen. Denn kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Doch liegt es nicht an mir, ich zahle monatlich die Telefongebühr. Das war für mich kein Zustand mehr, es musste eine Lösung her. Das war für mich sofort der Anrufbeantworter. Und als ich dann nach Hause kam, war ich vor Glück und Freude lahm. Es blinkt mir froh der Apparat, dass jemand angerufen hat. Die süße Stimme einer Frau verrät mir und erzählt: Verzeihen Sie, mein werter Herr, ich habe mich verwählt. So, der Herr Flesch ist äußerst erkrankt und ich soll für die Rolle einspringen. Und mein Name ist Knie. Das fängt ja gut an. Also, Herr Knie, Sie spielen den René Salacrou, nicht wahr? Salacrou, ja. Um Unwetter überrascht, erreichen Sie Ihr Haus, nicht wahr? Sie kommen herein und fühlen sich geborgen. Nein, es weiter nichts ist. So vielleicht, ja? Sind Sie gelernter Schauspieler? Ja, Wedler Spielkreis und dann Fernunterricht durch Lehrbriefe. Habe ich viel. Da scheint einige Post verloren gegangen zu sein. Also machen Sie Zigarette aus, ich war normal und Auftritt jetzt. Ja, jetzt. Und da ist eine Tür. Nein, das ist keine Tür, das ist nur ein Durchgang. Das ist, können Sie ja sollen sehen. Sie sich denken, also bitte, ja? Eine Tür, eine Drehtür oder eine mit Klinke oder vielleicht eine Schiebetür. Eine Falltür würde mir sehr gut gefallen für Sie. Also, es ist ein kleines Haus in einem Wald, nicht da. Ja. Das ist eine Pantomime, verstehen Sie? Nein. Ich will Ihre Aktionen so überzeugend sehen, dass ich Sie höre, nicht wahr? Ich will hören, wie Sie die Tür aufmachen. Also nochmal von vorn. Ja, Anklopfen. Ach ja, na, das ist ja leid. So, bitte. Herr Knie, wer sitzt so da? Ich. Wer sitzt so? Ja, ich. Ja, das ist falsch. So. Sie sind durchnässt, Sie sind kein Dressman, nicht wahr? Gießen Sie etwas ein? Ja, gerne. Oh, da liegt er. Lose. Ja, da. Kleben Sie den Deckel fest. Festkleben, ja, das machen wir so. Also, echt mal auf. Begabt sind Sie, Respekt. Ups, da ist er. Ja. Schon wieder. Lampe anzünden. Lampe, ja. Nehmen Sie den Zylinder ab. Ja, gerne. Den Lampenzylinder. Schon brennt es jetzt hier. Ups, jetzt brennt es. Herr Knie. Ui. Sie sollen die Lampe anzünden, ja, und nicht sehen, das Theater. Ja. Auch als Tänzer sind Sie nicht geeignet, Herr Knie. Gehen Sie mal raus. Gehen Sie raus. Raus. Ja, ich vermisse den Peter sehr. Nicht nur als Künstler, aber mehr als den privaten Peter, mit dem man sehr viel lachen konnte. Na, wir waren ja vielleicht ein lustiges Trio. Lanni, Peter und ich, wir haben andauernd gespielt und lauter Blödsinn gemacht. Und ein Spiel davon war so. Ich war die Tante aus Südamerika und besuchte meinen Neffen Uwe
Klein Uwe, das war der Peter. Und der Uwe hatte eine Mami, das war die Lonny. Und als wir uns trafen, ist ganz egal wo, im Restaurant oder im Studio oder im Fernsehen, ist ganz egal, als der Peter mich sah, ging er in die Knie, lief so ding, 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 ding zu mir und sagte, Mami, Mami, guck mal, die Tante aus Südamerika ist da und sie hat mir Spielzeuge mitgebracht. Wir haben Tränen gelacht, natürlich nicht vor der Kamera, aber hinter der Bühne. Aber wenn es um die Wurst ging, nee, Lonny, wir waren immer sehr seriös und korrekt. Ich habe sehr viel mit Peter gearbeitet, viele, viele Jahre. Wir haben Theater zusammen gemacht, Kabarett, viele Tourneen. Mal war ich Gast bei ihm, dann war er Gast bei mir. Und das machten wir schon, als das Fernsehen noch nicht farbig war. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Guten Abend. Heute am Samstag viel Vergnügen. Viel Vergnügen, meine Damen und Herren. Und ich traue Ihnen sagen zu können, meine Damen und Herren, unsere Sendung Viel Vergnügen, die jetzt in diesem Augenblick an Ihrem Samstag beginnt, die soll gleich drei Männer auf die Bühne bringen, denn drei Männer, die jeder 50 Gramm Seifenpulver in den Mund bekommen, wer am meisten schäumt, gewinnt den ersten Preis. Der erste Preis, Silvio Francesco, auf die Stirn tätowiert, auf die Stirn, bedenken Sie. Der zweite Preis, der zweite Preis, ein Handbuch und gleichzeitig das Textbuch der Obertiefland in portugiesischer Sprache. Entschuldigung, aber hier, das guten ist... Abend. Guten Abend, ja. Das ist nett. Ja, hier ist die Sendung Bonsoir Catherine. Das ist eine sehr hübsche Sendung, ja. Aber nicht jetzt. Wir haben, meine Damen und Herren... Peter, das Bonsoir Catherine, nicht viel Vergnügen, oder wie das so heißt. Es heißt nicht viel Vergnügen, es heißt viel Vergnügen. Gut, viel Vergnügen. Vergnügen heißt es. Kennst du den Unterschied zwischen einem Bass und einer Geige? Nein. Der Bass brennt länger. Wir kommen jetzt, meine Damen und Herren, zu einem irrsinnigen Auftritt. Ja, und zwar wollen wir gleich nett, drei Personen... Darf ich dich jetzt bitten, einen Augenblick Ruhe zu lassen? Ja. Muss jetzt eben an unserem Samstag, meine Damen und Herren, wie jeden Samstag, an dem wir uns auf Sie freuen, wollen wir auch gleichzeitig mit dieser Runde eine gewisse... ich möchte sagen... Wir haben natürlich auch jetzt ein bisschen, haben wir daran gedacht. Es ist uns ein besonderes Vergnügen, das dürfen Sie mir glauben, gerade. Ich meine, möglicherweise, und darum möchte ich dich jetzt bitten, also meine Liebe, jetzt lass mich einen Augenblick allein. Unser Publikum wartet darauf. Ja, drei Peter, Damen vielleicht von dieser Seite, drei Damen vielleicht von dieser. Peter, du hast vergessen, heute ist Mittwoch, nicht Samstag. Meine Mittwoch. Liebe, heute ist Samstag, meine. Nein, es aber tut mir entschuldige leid. Mir. Heute ist Mittwoch. Entschuldige mir, meine Mutter hat mir geschrieben und sie weiß, es ist heute soweit. Es ist aber Mittwoch und nicht Samstag. Es ist Mittwoch. Und es ist Mittwoch. Dann möchte ich doch vielmals die für diese Zwecke vorgesehene Entschuldigung, mich, die. Dann habe ich. Bitte ich vielmals um die. Zau. Bin ich etwas zu früh und dann möchte ich Sie entschuldigen. Das kann passieren. Ihren Mantel abnehmen? Treten Sie näher. Machen Sie es gemütlich. Ja. Ja, bitteschön, da. Ja. Moment. Entschuldigung. Jetzt kommen Sie mit der Reinigung. Sofort.
Hören Sie, bevor Sie mir wieder die Tür vor der Nase zuschlagen, mein Name ist Harry Schottenhammel und Sie sind sicherlich Sylvia, ja? Sind Sie Sylvia? Ja. Guten Abend. Ach, das ist der. Guten Abend. Wie geht es Ihnen? Ich habe schon lange nicht davon gehört. Oh. Na, da ist sie. Ach, Sie sind ein von den Kleinen. Macht nichts. Wenn wir tanzen gehen, dann ziehe ich meine flache Absätze an. Sie sind ja verstellbar. Wie praktisch. Ja. Pepita, Ja, schön haben Sie es. Ach, ich bin aber eine schlechte Gastgeberin. Wollen wir an meine kleine Hausbar gehen? Und Sie führen mich? Ja. Da. So, ja. Upsa! Sie wohnen hoch. Ah, hier wohnen Sie also. Wie wär's mit einem Wermut? Oh, ich liebe Wermut. Ich mag meinen trocken. Ja, so muss er auch bei mir sein. Trocken muss er sein. Das gibt uns ein bisschen Stimmung. Ja. Eins für Sie. Ja. Eins für mich. So. Also, auf das, was wir lieben. Ja. Prost. Prost. Ah, Prost. Donnerwetter, das war der trockenste Wermut, den ich je habe. Also, wenn man über den Peter Frankenfeld spricht, dann kommt man unwillkürlich ins Schwärmen. Er war ganz einfach eine Ausnahmeerscheinung. Und was viele nicht wissen, er und ich, wir waren viele Jahre eigentlich erst durch seinen Tod getrennt, engstens befreundet. Er mit seiner Lonnie und ich mit meiner Hilde. Uns hat die Liebe zu unserem Beruf zusammengeführt, die Liebe zum Blödeln, zum Billardspielen. Ich habe damals meine Shows in Hamburg gedreht und er hatte dort ein wunderschönes Haus mit einem herrlichen Billardtisch. Und wir drei, also das waren der Gerd Fröbe, er und ich, wir haben uns dort totgespielt. Wir waren ein richtiges Triumvirat. Wir haben sogar mal einen Urlaub zusammen verbracht, und zwar in Bad Wiese am Tegernsee. Und zufälligerweise war Zara Leander auch dort im Hotel. Und eines Tages mussten der Peter und ich nach Berlin zur Sendung Aktion Sorgenkind, vergiss mir nicht. Und der Peter sagt noch zur Zara, also Mädel, der Peter und ich, wir fliegen jetzt nach Berlin, wir machen dort unser vergiss mir nicht und in 3 Tagen sind wir hier, hoffentlich bist du auch noch da, würden gerne noch mit dir mal zusammenkommen. Und nach 3 Tagen kamen wir wieder und der Peter sagt zur Zara, na Mädel, hast du uns gesehen im Fernsehen? Ja, ich habe euch gesehen. Na und? Waren wir gut, waren wir schlecht, sag irgendwas. Also ich kann nur eines sagen, ihr Lieben, ihr zwei seid widerlich begabt. Aber er war wirklich sehr begabt und einer seiner schönsten Talentproben hat er in einer meiner Shows abgeliefert. Und ich sage zu Ihnen, das sollten Sie sich anschauen. In weit über 7 Briefen ist angefragt worden, weshalb nie im Fernsehen gezeigt wird, wie eine Bowle zubereitet wird. Man hat mich delegiert, heute Ihnen dieses Thema etwas näher zu bringen. Wir werden Ihnen heute zeigen, wie man eine gute Bowle, eine kostbare Bowle zubereitet. Was Sie dazu brauchen, sind die guten Weine und schließlich ein Sekt. Merken Sie sich abgekürzt, ZDF, zuerst die Flüssigkeiten. Wenn wir einen guten Wein benutzen, wenn ich hier oben etwas zeige, dürfen Sie da unten keine Witze erzählen. Das Öffnen des Weines ist allein schon ein kleines Kunststück, wenn man... Upsala, da haben wir es schon. Vor allen Dingen Sauberkeit und Hygiene. Das ist alles, was Sie... Die Brille ist wieder da. Hygiene und Sauberkeit, das sind die Sachen, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Es muss ja gut schmecken aus einer edlen Schale. So, diesen Wein wollen wir nun einfüllen. Er muss ruhig fließen, nicht zu hoch. Einfach ruhig. Wenn Sie ihn zu hoch gießen, es ist einfach nicht bekömmlich. Diese Flasche, schon betrunken. Beim Öffnen des Weines, meine Damen und Herren, immer daran denken.
Das war ein offener Wein, das haben Sie ja schon auf Karten gelesen. Wenn Sie nun diese köstlichen Flüssigkeiten eingefüllt haben, dann kommt das Schönste, das Abschmecken. Das ist Sache des Hausherrn. So, niemals, was man oft sieht, aus der Kelle kosten. Nicht fein. Kosten Sie bitte stets aus dem Glas. Nun, gibt es herbe Weine aus herben Lagen. Und da empfehle ich zu süßen. Verwenden Sie dafür niemals Streuzucker. Es wird zu leicht mit Salz verwechselt. Und wenn Sie süßen, bitte vorsichtig, nehmen Sie Würfelzucker. Damit hinein. Langsam süßen. Es kann passieren, wenn Sie sich... Jetzt vor dem Abschmecken. Das ist vielleicht staubig da drin in der Ecke. So was haben wir auch nicht. Wenn wir nun abschmecken. Hallo? Ja? Bitte? Ich habe auch gelacht. Ja. Das war nicht vorgesehen. Ja, entschuldigen Sie. Na, das ist mit dem Alkohol. Sie können ja... Ach, wissen Sie, das ist ein altes Gerede von den Ärzten. Ja, ich kenne es. Das stimmt auch nicht alles, was die Ärzte sagen. Nee. Glauben Sie mir, ich habe schon viel mehr alte Säufer als alte Ärzte gesehen. Hier. Also, es ist da. Nun wollen wir, hallo, sind Sie nass geworden? Jetzt kommt das Schönste. Der Sekt, die Perle aller Getränke, niemals vorher schütteln. Auch nicht so herum. Aber jetzt kommt der Knalleffekt und das ist das Schönste daran. Achtung! Oh, hinein damit. Was ist denn das hier? So schmeckt es. Und nun, meine Damen und Herren, möchte ich Sie fragen, wer von Ihnen, jetzt haben wir den Kork drin, wer von Ihnen möchte etwas Süßes oder lieber mit Kork? Wer möchte denn gerne? Wie gern rief ich jetzt aus, Applaus, Applaus, da drüben steht er. Wir wollen ihm gratulieren, der wird sich zieren, mein Freund der Peter. Der Platz bleibt leider leer. Du kommst nie mehr, nicht jetzt noch später. Das macht das Herz mir schwer, mein lieber Peter. Allround war sein Talent, er war perfekt, so wie sonst keiner. Und jeden Dialekt sprach er korrekt, als wär es seiner. Wär der genau wie ich, in jede Show ihn souverän kennt, der sprach, wenn er ihn sah, that's Entertainment. Wie bitter ernst nahm er den Spaß, bis die Pointe richtig saß. Er hat geprobt die ganze Nacht, sich immer Neues ausgedacht. Er wusste wann und wo man lacht, du warst ein Brot.
vorbei, die Show ist aus. Es gab Applaus, wie schnell verweht der Ruhm von manchen Star. Reicht grad ein Jahr und schon vergeht er an einen Freund, mit dem man viel gelacht, denkt man auch später, das hab ich oft gemacht. Ich dank dir, Peter. Es war bezaubernd. Moment noch! Leb wohl, Peter, leb wohl, Peter. Schön war's für uns drei. Aber leider, heißt schon wieder goodbye. Bricht mir auch heut das Herz in zwei. In 100 Jahren, Kinders, ist alles vorbei. Leb wohl, Peter, leb wohl, Peter, warst ein guter Freund. Eines Tages, mag's beim Kuli sein, mag's beim Rudi sein, mag's beim Peter sein, sind wir wieder fern. Deinen Abend.